Hallo und herzlich willkommen aus Hannover, aus der Staatskanzlei. Und herzliche Grüße an die United Kids Foundation und alle die, die sich für den Walk for Help interessieren. Wir sind ja eigentlich wirklich eine wohlhabende Gesellschaft. Vielen von uns geht es richtig gut, vielleicht so gut wie noch niemals zuvor. Aber das ist nur die eine Hälfte der Medaille. Auf der anderen Seite steckt in dieser reichen Gesellschaft nach wie vor sehr, sehr viel Armut und Ungleichheit. Und das betrifft vor allen Dingen Kinder. Damit kann man sich nicht abfinden, als Politiker nicht. Und wir müssen wirklich schwer daran arbeiten, dass wir es gerade Kindern in unserer Gesellschaft immer leichter machen. Aber auch Bürgerinnen und Bürger dürfen sich damit nicht abfinden. Deswegen freue ich mich sehr über die Initiative mit diesem großen Marsch Walk for Help, möglichst viel Geld zu mobilisieren, Spenden zu mobilisieren, dass gute Projekte gerade in der Region Braunschweig-Wolfsburg tatsächlich stattfinden können. Ich wünsche allen, die sich dafür engagieren, viel, viel Erfolg. Und meine herzliche Bitte an alle anderen ist, öffnen Sie Ihre Herzen, öffnen Sie Ihre Geldbeutel und machen Sie mit beim Walk for Help.